Lea Held und Lutz Berger machen während ihrer Frühschicht nun eine äußerst bizarre Entdeckung. City 101 für Berolina, kommen. City 101 hört. Fahrt in die Manfred-von-Richthofen-Straße. Höhe Hausnummer 73. Frau Renate Mahler meldet Unfall mit verletzter Person. RTW rollt. Ja, wir fahren in die Manfred-von-Richthofen. Als die Beamten am Unfallort im Stadtteil Tempelhof eintreffen, kümmern sich die Rettungskräfte bereits um eine verletzte ältere Dame. Die Polizisten verschaffen sich zunächst einen Überblick. Was habt ihr denn? Ein PKW, der da wo auf den Bürgersteig geschossen ist und sie wurde nicht direkt angefahren, aber sie ist wohl zur Seite gesprungen, ist am der Müllton. Wir schauen jetzt mal nach ihr und der Typ sitzt da vorne irgendwo noch, muss man kicken. Die ist hier auf dem Gehweg. Sie sind auf dem Gehweg gelaufen, ja? Ist ihr Bruder? Ja, das ist mein Auto. Ich habe es ihm geliehen. Er sollte mich eigentlich zum Vorstellungsgespräch fahren. Aber ja. Der ist hier zu schnell, leider. Machen Sie mal auf die Tür. Vielleicht hat er Schmerzen. Machen Sie mal auf. Na, wie soll man ins Auto kommen? Ich stand ja an der Beifahrerseite, weil meine Kollegin die Fahrerseite gesichert hatte. Ich konnte dann sehen, wie sich der Fahrer noch im Fahrzeug Augentropfen in die Augen träufelte. Ja, das Auto ist relativ neu, vielleicht kennt das nicht. Hallo! Was ist denn hier los? Guten Abend, warum kommen Sie da nicht raus? Was? Ich muss meine Augentropfen nehmen, ich hab doch mal hier mit den Augen. Mhm. Ja. Augentropfen? Riecht ganz schön nach Alkohol bei Ihnen hier drin. Ja, ich hab leider ein Schlückchen Bier getrunken. Ja, ein Schlückchen. Hier ist Bier, da ist Bier. Gut, Sie bewegen sich bitte schön langsam jetzt raus zu meiner Kollegin, ja? Schlüssel können Sie mir gleich mal geben. Dann kommt der nicht weg. Und Sie kommen einfach mal. Was machen Sie denn hier für einen Stress? Ist doch ja nicht passiert. Wir machen euer Kind Stress. Wir wollen nur mit Ihnen sprechen, was hier passiert ist. Kommen Sie mal ein bisschen zur Seite. Gar nichts passiert ist schon mal nicht ganz richtig, weil. Ich glaube mal, da liegen ein paar Mülltonnen und in dem Krankenwagen liegt gerade eine Dame. Hat ja nichts mit mir zu tun. Genau. So okay. Sehe ich das auch. Dann erzählen Sie doch mal, was denn passiert. Also wir sind ja nicht umsonst hier. Nix. Ich wollte meine Schwester abholen zum Bewerbungsgespräch fahren. Nix. Alles gut. Also offen gestanden ist er hier reingerast. Meine Nachbarin war gerade am Mülltonne rausbringen und er hat sie leider getroffen. Mhm. Ganz so weit dann noch nicht. Wollen wir mal zum RTW gehen? Mal kurz ins Licht? Ich möchte mal Ihre Augen mal angucken. Ja, die sind ja schon rot. Ja, Augentropfen. Entweder hat man eine Krankheit oder man versucht damit immer irgendetwas zu vertuschen. Hier natürlich eine Pupillenerweiterung hervorzurufen und dann zu sagen, es waren die Augentropfen. Wird aber auch sehr gerne benutzt, um uns von einem möglichen Betäubungsmitteldelikt abzulenken. Ihre Schwester hat es ja gerade bestätigt, dass Sie die Nachbarin umgefahren haben. Und niemand anders. Warte, das ist gleich erklärt. Die schreiben schon deinen Namen auf, dann fahr ich schnell. Ja, nee, Sie fahren jetzt mal schon mal ja nicht mehr. Sie fahren mit Sicherheit nicht mehr. Der Schlüssel bleibt bei uns. Gut, von Ihnen bräuchte ich mal Fahrzeugschein, Führerschein bitte. Ja, im Moment. Fahrzeugschein, der ist Ihr Auto. Den habe ich. Gut, denn, wenn Sie ja nicht Halter sind, dann den Ausweis auch. Führerschein und den Ausweis. Genau. Natürlich, wir ja, starten da gleich ein. Sie werden erstmal verarztet, wir kommen gleich zu Ihnen. Romana, wir kriegen das alles hin. Lutz Berger nimmt die Personalien des Unfallverursachers auf und startet über die Leitstelle eine Personenabfrage mit einem aufschlussreichen Ergebnis. Und bezüglich des Lukas Naumann, der Führerschein ist wieder in seinem Besitz. Weiß aber aufgrund BTM und fahrender Alkoholeinfluss mal ein paar Monate weg. Ja, das haben wir erstmal mit. Na gut. Ja, gut, dann wissen wir ja zumindest, warum der Führerschein weg war. Na, ne? Würde ich mal sagen, werden wir auch. Na, wir gucken mal vorne uns den Bereich nochmal an. Wir werden gleich nochmal telefonieren und dann, da würde ich sowieso sagen, eine BE. Mhm. Auf jeden Fall. Kommen Sie mal mit, wir gucken uns das Auto mal zusammen an. Ja, bei der Abfrage des Führerscheins kam ja dann auch raus, dass der Herr seinen Führerschein gerade erst wiederbekommen hatte. Er hatte ihn schon mal abgeben müssen, weil er wegen Drogen- und Alkoholdelikten in Erscheinung getreten ist. Wir haben hier ein paar Wischspuren. Kleine Schrammbieten. Also da haben Sie die Dame wahrscheinlich seitlich erwischt. Ne?
Also vorne sind vorne links leichte Wischspuren am Fahrzeug. Ansonsten kann er jetzt nichts feststellen. Was ist mit dem kaputt? Zehn kaputt. Was ist denn der kaputt? Der geht nicht mehr auf, seit ein paar Tagen. Der geht nicht mehr auf. Also die Bierflasche haben wir ja schon mal gefunden. Ne? Also es ist aber nicht nur eine Bierflasche. Warte mal. Die andere ist noch zu, da habe ich nichts getrunken. Oh. Was? Was ist das? Bierflasche. Wie? Naja, hier haben wir schon mal eine. Oh, ja, ist immer von Vorteil, wenn man den Führerschein schon mal los war. Und hier ist die andere. Oh, Lukas, nein! Das fehlt ja auch schon die Hälfte, ja, oder? Ja, da ist noch meine Hose. Ich habe nur einen ganz kleinen Schluck genommen. Mhm. Auf der Hose. Gut. Können Sie mal aufmachen? Ist ja Ihr Auto. Nee, geht nicht. Lass mal, Tamara. Und die? Lass mal, das ist neu, das Auto. Ist kaputt. Und Sie rauchen eventuell? Mann, das wollte ich nicht, dass du das siehst. Die Lukas! Ja, das wollte ich nicht von meiner Schwester. Ist mir ein bisschen sehr unangenehm. Also, ich bin schon länger Single. Mhm. Oh, Lukas, ey, jetzt erklär mir das. Ja, du weißt doch, ich bin doch schon ein bisschen länger Single und da. Was soll ich denn machen? Mein Kollege bat ja dann die Halterin des Fahrzeugs, mal den Kofferraum zu öffnen, was sie natürlich auch tat, weil sie wusste natürlich nichts von dem angeblich defekten Kofferraum. Und auf einmal schaute uns dieses Gesicht an. Ja, sehr unwahrscheinlich dort so eine Puppe. Dem Zustand dort liegen zu sehen. Es war ihm auch sichtlich peinlich, dem Bruder der Halterin. Und gab an, ja, er hätte wohl seit längerem keine Freundin und er behilft sich halt durch diese Puppe. Oh. Ja. Ich bringe jetzt die Aufregung. Also ich fasse ja selten und ungern an Dame in den Schritt, ja, aber. Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, das war, man weiß doch wegen der MPU, da hatte ich wohl ein bisschen Schulden und so. Und ich musste irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Was soll ich denn machen? Ab Schulden wegen der MPU. Oh mein Gott, also das ist nicht meine Puppe. Jetzt sag das bitte, weil das ist mein Auto. Ja, es ist mein. Ihr habt es ja vorher auch schon so ein bisschen. Oh mein Gott. Kannst du uns dazu vielleicht noch irgendwas sagen? Dann mache ich Ihnen jetzt mal einen Tatvorwurf, ja. Erstens Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, unter Betäubungsmittel. Dann weiterhin Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Alles das, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Sie können vorher einen von sich selbst zu wählende Verteidiger befragen. Gott sei Dank sind es nur Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, genau. Ich glaube mal. Sei mir nicht böse, wir telefonieren. Tut mir leid, Tamara. Ja, die Gummipuppe im Auto lag etwas komisch da, sodass ich den Blick von meiner Seite aus in den Schrittbereich hatte. Und da schaute mich schon eine ganz merkwürdige Tüte an. Und als ich kurz mal dran zog, konnte ich dann auch feststellen, dass hier mehrere Tüten sich in dieser Öffnung befanden, auch aneinander gebunden. Wahrscheinlich, dass man sie auch schneller und leichter rausziehen kann. Wie man ja sieht, handelt es sich hierbei um szenetypische Verpackungen von BTM. Und ja, er gab dann auch sofort zu, er müsse sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und das ist wohl das neue lukrative Mittel. Ich würde ihn jetzt erstmal kurz ins Auto setzen. Wa? Ja, die Puppe nehmen wir mit. Das ist jetzt mal unsere Puppe. Ja. Dumm gelaufen. Würde ich mal auch sagen. Huch. Die Polizeibeamten nehmen den dringend Tatverdächtigen in Gewahrsam. Auf der Wache wird nach der Blutentnahme geprüft, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird und möglicherweise in Untersuchungshaft kommt. Wie geht's ihr? Mir geht's soweit gut. Wir fahren jetzt wirklich bloß zur Abklärung ins Krankenhaus. Ja. Denk mal, dass er da ohne stationär verbleibt. Kommt ihr denn entweder ins Krankenhaus? Wir schicken euch einen zweiten Wagen, weil der darf hier erstmal nicht mehr. Der darf nicht mehr? Nee. Okay. Sie hat alles soweit. Ja, der kommt jetzt in den Knast. Alles geklärt. Genau, Ihr Mann ist im Urlaub, den ruft sie vom Krankenhaus aus an. Also alles soweit erstmal. Ja. Ich denke mal, dass heute wird einmal durchgecheckt. Den Machen. Schlüssel habe ich vom Auto. Ja, das sollte noch zumachen. Genau. Ist die Wohnung gesichert, wo sie rauskam? Wir gehen gleich nochmal gucken. Ja, genau. Alles klar. Okay. Ja, wir ziehen jetzt. Schönen Dank. Alles klar. Schönen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, letztendlich wird sich der Herr hier zu verantworten haben. Er hat einen Verkehrsunfall begangen unter Alkohol und Drogen. Es ist eine Person verletzt worden. Da kommt die fahrlässige Körperverletzung noch mit dazu. Weiterhin ist er im Besitz von Betäubungsmitteln. Auch hier wird noch eine Anzeige folgen. Das hat mit Sicherheit zur Folge, dass er seinen Führerschein, den er ja gerade erst wieder hat, so schnell nicht wiedersehen wird. Und ich gehe doch mal davon aus, das war auch das letzte Mal, dass er das Fahrzeug seiner Schwester hatte. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis drohen dem Unfallverursacher und Drogendealer eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren.